Jo Leute, da sind wir wieder und versuchen die nächste Bundesliga-Tots-Garantie zu lösen. Schade, dass ich jetzt den reinhauen kann. Es wird nicht reichen. Chemie. Ich hab doch noch den hier, genau. Also ihr baut Bergwein jetzt gleich rein. Allison habe ich Erstbesitzer. Williams Erstbesitzer. Den haben wir damals gezogen. Zweimal ein Totti aus der zweiten Liga. Vertonghen Erstbesitzer. Alderweireld. 27.000 kostet er immer noch. Laporte 25 Riesen. Ja... Ich hatte ihn ja auf dem Transfermarkt auch für 25 Riesen. Ja, Keita, Torreira, Sigurdsson, Roberto Firmino, 19k, Zaha und Coman habe ich jetzt reingebaut. Ihr baut aber Bergwein rein und dann habt ihr das auch. Team of the Season so far, mindestens ein Spieler. 86er Gesamtwertung, 70 Chemie und 11 Spieler. Gibt ein Bundesliga-Totz-Spieler und jetzt bin ich gespannt, wer jetzt hier kommt. Puh. Wenn wir jetzt Glück haben, ziehen wir jetzt einen Werner, Lewandowski, irgendwas mega geiles. Wenn wir Pech haben, ziehen wir jetzt vielleicht nochmal einen Hinterecker. Okay, let's go. Wie nochmal? Ja, geh jetzt rein. Jetzt passt ja wieder. Und los geht's. Kanada. Davis! Alfonso Davis! Jama! 92er Davis, 99 Tempo, 70 Schiffe. Das ist schon mal spielbar, den wollte ich mir eh holen. Aber jetzt natürlich ist er 200k wert, der ist 450.000 im Moment wert, 430.000 ist der wert. Das ist geil, das ist super, das freut mich. Okay. Wir haben 100.000 investiert ungefähr. Und wir haben Alfonso Davis bekommen. Der kommt jetzt direkt in mein Team. Dann seht ihr das Team jetzt, was ich am Wochenende spielen werde. Ja, da geht jetzt der andere Davis weg. Und dafür kommt ein besserer. Viel mehr Tempo, 6 mehr Schießen, 6 mehr Passen, 6 mehr Trippeln, 6 mehr Defensive und 6 mehr Fieses. Heißt viel, viel geiler die Karte. Nice. Da haben wir jetzt eine richtig geile Karte gezogen. So muss es sein. Hier muss ich noch einmal mit ihm treffen, dann kriege ich eine neue Token. Bis morgen, glaube ich, oder so. Ein Sieg mit ihm sollte möglich sein. Viele geile Karten gezogen. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich noch so alles hier habe. Sabitzer natürlich jetzt. Hamdala letzte Woche gezogen. Der Stegen könnte ich mal einbauen. Wan-Bissaka, der... Spielen viele... Mir hat er jetzt gar nicht so gefallen. Ich komme nicht so zurecht mit dem. Perez, auch in der Weekend League angezockt. Hinterecker gezogen. Vorgestern war das, glaube ich. Perez haben wir uns geholt. Osimhen haben wir geschafft. Pogba könnten wir nochmal einbauen irgendwo. Den haben wir hier noch. Die frei. Wir werden am Donnerstag auch nochmal die roten 11 Stück reinhauen und hoffen, was Geiles zu ziehen. Bin ich auch gespannt, was wir für einen Schmutz kriegen. Den hier bauen wir noch in irgendeine SBC rein, weil wir haben den 88er, dann ist der hier nämlich uninteressant. Hat ein 86er Kartendesign, deshalb will ich den auf jeden Fall nochmal einlösen. Und ansonsten seht ihr es ja selbst. Viele, 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 viele Karten.
Viele coole Sachen, viele Schmutzsachen, alles mit dabei. Ich würde sagen, für Alfonso Davis, like das Video, abonniert den Kanal und schaut vor allem morgen wieder rein und teilt es mit euren Freunden. Ich finde es immer noch geil.